Vor mehr als 2.500 Jahren tauchen sie auf. Die Kelten. Kommen Sie mit auf eine Reise zu diesen stolzen Kriegern und erfahren Sie mit mir, wie ihre gefürchteten Schwerter gemacht wurden. Die Kelten konnten aber nicht nur kämpfen, ihre Siedlungen und ihre Kultur prägten unser Land. Sie liebten Gold und waren Meister des Handwerks. Ich habe es selbst ausprobiert. Archäologische Funde eröffnen uns eine faszinierende, fremde Welt. Die Druiden, wer glaubt sie nicht zu kennen? Mein Name ist Lena Ganschow und ich führe Sie zu den spannendsten keltischen Orten im Südwesten. Flugplatz Kornwestheim. Die Propellerschoner müssen natürlich runter vor dem Start. Und dann wird es ernst. Wir starten zu einem Flug, der uns von der Schwäbischen Alb bis in den Hunsrück führen wird. Wir begeben uns auf eine Zeitreise. Jahrtausend lang herrschten die Kelten in West- und Mitteleuropa. Eine ihrer Keimzellen lag hier im Südwesten Deutschlands. Also, auf geht's zu einem Ausflug in eine fremde Welt direkt vor unserer Haustür. Die fremde Welt der Kelten ging vor über 2000 Jahren unter und damit verschwanden viele ihrer Zeugnisse. Das Flugzeug ist ideal, um den Spuren der Kelten zu folgen. Immerhin wurden viele ihrer Siedlungen, Grabanlagen und Festungen aus der Luft überhaupt erst sichtbar. Und auch deren Größe und spektakuläre Lage ist besonders gut von oben zu erkennen. Die befestigte Höhensiedlung der Kelten bei Bundenbach im Hunsrück. Eine der Stationen auf unserer Reise. Wie auch die Heuneburg oberhalb der Donau bei Herbertingen. Und wir fliegen zum Ipf bei Bopfingen. Auf seinem Gipfelplateau war vor 2500 Jahren ein keltischer Fürstensitz mit gewaltigen Wallanlagen. Unsere erste Station. Der Grabhügel von Hochdorf, nördlich von Stuttgart. Eine Rekonstruktion und trotzdem faszinierend. Wie so vieles an den Kelten. Solche Hügelgräber sind wahre Zeitkapseln. Zwar wurden so meist nur reiche Kelten bestattet, dennoch ist alles, was die Wissenschaftler in solchen Grabkammern finden, enorm wichtig.